Hey, schön dich zu sehen. Im heutigen Video werden wir uns ansehen, wie man das Produkt einer positiven und einer negativen Zahl bildet. Hast du schon einen Bleistift, Zettel und ein Lineal bei dir? Wenn nicht, drück doch kurz mal auf Pause und hol dir diese drei Sachen. Am Ende des letzten Videos hattest du die Aufgabe, das Ergebnis von 3 mal minus 4 herauszufinden. Ich schreibe dir hier 6 verschiedene Antwortmöglichkeiten auf, von denen nur eine die richtige ist. Versuche mal herauszufinden, ob das Ergebnis, was du erhalten hast, in diesen 6 enthalten ist. Wenn dein Ergebnis die Zahl minus 12 war, liegst du vollkommen richtig, denn das Ergebnis von 3 mal minus 4 ist minus 12. Falls nicht, macht das auch nichts. Am Ende des Videos wirst du sicher verstehen, wo dein Fehler lag. Sehen wir uns jetzt diese Rechnung erstmal auf der Zahlengerade an. Nachdem wir die Zahl minus 4 auf der Zahlengerade eingetragen haben, müssen wir den Abstand von der 0 noch verdreifachen. Das heißt, dreimal hintereinander in negative Richtung anlegen. Einmal liegt der Abstand ja schon da. Jetzt legen wir noch ein zweites und ein drittes Mal an. Wir landen bei der Zahl minus 12. Und das ist auch schon unser Ergebnis. War doch gar nicht so schwer. Wie du vielleicht an dieser Stelle schon siehst, werden wir immer, wenn wir eine negative Zahl mit einer positiven vervielfachen, im negativen Bereich der Zahlengerade landen. Da wir ja einfach ihren Abstand links von der 0 verändern. Aber was, wenn wir minus 4 mal 3 berechnen wollen? In diesem Fall können wir uns das an der Zahlengerade nicht wirklich veranschaulichen, denn das würde ja bedeuten, einen Abstand zu verminusvierfachen. Das würde keinen Sinn machen. Aber überlege dir doch mal selbst, ob es für das Produkt überhaupt einen Unterschied macht, ob wir minus 4 mal 3 oder 3 mal minus 4 rechnen. Tatsächlich ist das Produkt von minus 4 mal 3 genau das gleiche wie das von 3 mal minus 4. Denn wie auch bei den natürlichen Zahlen kann man die Faktoren einfach vertauschen, ohne dass sich das Produkt ändert. Das heißt, durch das Vertauschen der Faktoren können wir in allen Fällen die Multiplikation einer positiven und einer negativen Zahl auf der Zahlengerade darstellen. Wie wir nun bereits wissen, ist das Produkt einer negativen und einer positiven Zahl immer negativ. Das heißt, wir können uns das Ganze gleich mal als eine Merkregel aufschreiben. Diese lautet folgendermaßen. Multipliziert man eine negative und eine positive Zahl miteinander, ist das Produkt negativ. Schreib dir diese Merkregel gleich auf deinen Zettel. Das Tolle an dieser Merkregel ist, dass wir das Vorzeichen des Produktes somit schon bestimmen können, bevor wir überhaupt irgendetwas ausrechnen müssen. Cool, oder? Lass uns nun kurz wiederholen, wie man beim Berechnen des Produkts zweier ganzer Zahlen vorgeht. Versuche doch mal selbst zu überlegen, ob du dich noch daran erinnern kannst. Wir haben gesagt, zuerst bestimmen wir das Vorzeichen des Produkts. Und dann können wir den Zahlenwert des Produkts einfach wie gewohnt ausrechnen, indem wir die Vorzeichen der Faktoren ignorieren. Nun bist du dran. Versuche mal selbstständig herauszufinden, was das Ergebnis von 8 mal minus 9 ist. Hast du fertig gerechnet? Klasse, dann lass uns die Aufgabe vergleichen. Wie gesagt, solltest du zuerst bestimmt haben, was das Vorzeichen des Produktes ist. Da wir eine negative und eine positive Zahl miteinander multiplizieren, wissen wir, dass das Vorzeichen laut unserem Merksatz negativ ist, also ein Minus. Wie geht es nun weiter? Wir haben gesagt, als zweiten Schritt müssen wir nur noch das Produkt
von 8 mal 9 berechnen, da wir die Vorzeichen ignorieren können. Nun ja, was ist 8 mal 9? Das können wir uns im Kopf ausrechnen. 8 mal 9 ist 72. Und das war's auch schon. Das Ergebnis der Rechnung ist minus 72. Wenn auch du das als Ergebnis erhalten hast, hast du alles richtig gemacht. Klasse! Wenn nicht, ist das nicht so schlimm. Versuche am besten die Vorgehensweise an einem weiteren Beispiel zu üben. Aus diesem Video solltest du dir Folgendes mitnehmen. Wenn wir zwei ganze Zahlen miteinander multiplizieren, bestimmen wir zuerst das Vorzeichen des Produktes und dann erst den Zahlenwert. Wenn eine der Zahlen positiv ist und die andere negativ, dann ist auch das Vorzeichen des Produktes negativ. Im nächsten Video werden wir uns dann der Frage zuwenden, wie wir zwei negative Zahlen miteinander multiplizieren. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Lernen und Rechnen.